Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein weiteres Adventskalender-Unboxing für dich und zwar ist nach ein paar Lieferverzögerungen auch bei mir der Love Me First Adventskalender eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem sackteuren Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe auch schon gesehen, es haben schon so, so viele diesen Kalender ausgepackt, aber ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen. Ne? Ich habe ihn direkt bestellt, nachdem ich das auf Instagram gepostet habe. Und ja, irgendwie hatte das Ganze dann 2 Wochen insgesamt gedauert, bis der Adventskalender dann auch endlich bei mir angekommen ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Dieses Paket ist fehlgeleitet worden und ist in 5 Millionen Umwegen dann zu mir gekommen. Und endlich ist es hier bei mir. Ich freue mich mega drauf. Ja. Das ist der teuerste Adventskalender, den ich hier auf meinem Kanal dieses Jahr zeigen werde, denn der hat 99,95 Euro gekostet. 100 Euro ist mein Budget und hier ist er. Er ist einfach mega, oder? Ich finde den wunderschön. Ich finde es geil, dass er Magnetverschlüsse hat. Ich finde es geil, dass es Boxen hier drin sind. Ich will ihn aufmachen. Du kannst natürlich auch in diesem Video was gewinnen, weil es ist ein Adventskalender-Unboxing und dieses Mal gibt es ein mega geiles von Herzen Pinselset, und zwar mein Lieblingspinselset. Das ist das Rose Quartz Pinselset von BH Cosmetics. Das kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir unten in die Kommentare reinschreibst, welches von diesen Produkten ich auf jeden Fall in meinem Full Face Make-up Only Adventskalender verwenden soll. Ja. Einige Produkte daraus werde ich auch heute tatsächlich direkt testen, denn ich habe nicht so viel drauf. Ich habe ein bisschen Mascara, ein bisschen Eyeliner und ein bisschen Lippenstift drauf und vielleicht kann ich hieraus auch direkt was benutzen. Mal gucken. Ja, das Thema des Adventskalenders ist Love Me First oder auch Self-Love. Liebe dich, wie du bist, liebe dich selbst und sei zufrieden mit dem, wie du bist. Akzeptiere dich, wie du bist. Und das finde ich vom Thema her richtig geil. Ich habe da jahrelang dran zu knapsen gehabt, dass ich mich eben nicht so akzeptieren konnte, wie ich bin. Mittlerweile kann ich das. Ich bin, wie ich bin. Ich bin zufrieden mit mir selber. Und ich sage immer, wer mich nicht mag, soll einfach gehen. Ist auch richtig so, oder? Also auch im normalen Leben. Ich brauche mich nicht zu verstellen für andere Leute und man muss einfach sein, wie man ist. Natürlich muss man sich in manche gesellschaftlichen Konventionen so ein bisschen einfügen und ein bisschen anpassen. Dennoch, Individualität ist so wichtig, Leute. Lasst euch nicht verbiegen. Bleibt, wie ihr seid, denn so seid ihr einzigartig und Einzigartigkeit ist cool. So, wir gucken mal rein, was der Adventskalender so zu bieten hat. Dafür starten wir mit der Nummer 1. Wir haben auf diesen Kläppchen tatsächlich auch so Sprüche stehen. Die lese ich jetzt nicht jedes Mal vor. Die sind Englisch. Ich sag mal so, bei manchen lese ich es vor. Ich glaube, bei der 1, bei der 6, bei der 12 und bei der 24 kann ich das eigentlich machen, weil das sind für mich immer so ganz wichtige Kläppchen. Und da schaue ich einfach drauf, was der Autor sich dabei gedacht hat. Hier steht jetzt bei der 1 drauf, Self-Confidence is the best outfit, rock it and own it. Das ist quasi Selbstbewusstsein, ist das schönste und beste Outfit, was, ne, was du so haben kannst. Rock it and own it, besitze es und rocke es. Genau. Dann schauen wir mal, was hier in der Nummer 1 dann drin ist. Okay, das ist cool. Das ist der Love Sun Blurring Bronzer. Das ist dieses Schätzchen in der Farbe 020 Seductive Bronze. Ich muss mal eben was nachgucken. Okay, also ich besitze ihn in einer anderen Farbe und zwar in der Farbe 010 Sensual Caramel und deswegen werde ich den jetzt auch mal swatchen können. Swatche ich die mal nebeneinander. Ich mag die Marke Love. Ich finde es total schade, dass es aus den Drogerien rausgegangen ist. Weiß ich nicht. Also es gehört ja von der Cosnova-Gruppe auch mit dazu zu Catrice und Essence. Vielleicht war es zu teuer, vielleicht hat es in der Konkurrenz zu nichts nicht anstinken können. Finde ich aber echt schade. So, hier haben wir die Farbe. Das ist so eine schöne Blume, die da quasi drin ist. Ne? Das gucken wir uns mal an. So sieht es auf dem Finger aus. Ist ein bisschen dunkler dann als der, den ich besitze, was ich gut finde. Ja, ne? Von der Farbe her sieht es so aus. Ich habe zwar keine Foundation, nichts drauf. Nee, dann macht es. Oh Gott, jetzt habe ich mir da oben Bronzer hingemacht. Ja, jetzt hilft das nichts, Claudi. Jetzt musst du dir das ins Gesicht packen. So. Oh, ich klopfe den mal nicht ab. Ich gebe den mal einfach so auf. Ist jetzt ohne Base und so immer so eine Sache, aber man kann es ja mal testen. Doch, aber das geht klar. Das gefällt mir auch von der Farbe her. Vom Ergebnis siehst du nicht viel von, ne? Naja. Und so sieht man da gar nichts mehr von. Okay. Die Nummer 2 ist sehr, sehr klein.
aber nicht leicht. Ist auch recht schwer. Oh, schön. Da haben wir Nagellack drin. Love Treat Color and Care Nail Lacquer. Ich mag Love richtig gerne. 11 Milliliter, also die Nagellacke mag ich auch gerne. Das ist die Farbe 640 Soft Sensuality. Das ist halt so ein ganz normales Nude. Und ja, das finde ich auch ganz hübsch. Habe ich aber schon einige von. Da sind leider keine Etagen drin, das heißt, die Boxen knallen dir leider so runter. Das finde ich immer ein bisschen schade. Hier haben wir die 3, die sehr groß, aber sehr, sehr leicht ist. Hä? Oh. Okay, ja, hier ist etwas drin. Storyline, ein Eyebrow Duo Brush. Das finde ich total cool. Das ist so ein Pinsel für die Augenbrauen, womit du dir Gel auftragen kannst oder Puder. Genau, und genau so einen Pinsel wollte ich mir letztens tatsächlich auch nochmal nachkaufen. Das finde ich cool, dass ich jetzt hier diesen hier habe. Da hast du an dieser Seite halt ganz normal die Härchen, die aber ein bisschen fusselig sind, aber gut. Ne, so abgeschrägt, ganz normal. Und an dieser Seite, ich wollte gerade so machen, ne, läuft, hast du einen ganz normalen Spoolie. Ja, finde ich schön, mag ich leiden, finde ich klasse. Und auch, dass der Spoolie so groß ist, gefällt mir. Auch wenn ich jetzt winzige Augenbrauen habe, aber trotzdem, geil. Die Nummer 4. Hier haben wir das erste Lippenprodukt. Ich werde erstmal gucken, wie viele und was für Lippenprodukte drin sind und dann mich irgendwann so im Laufe des Videos entscheiden, welchen davon ich dann auch wirklich behalte und welchen ich dann auch mal swatche mit euch zusammen. Das ist ein schöner. Das ist so ein Liquid Lipstick, glaube ich. Ja, ist es. Ein Lipgloss ist das. Boah, schön. Das ist die Farbe 101 Edgy Brick. Das sieht so rosenholzmäßig aus. Finde ich total schön. Aber es ist halt auch eine Farbe, die man wirklich schon viel da hat. Aber auch eine tragbare Farbe. Deswegen, ich finde sowas besser als so ein knalliges Rot drin. Ne? Also da muss ich wirklich ein Lob an Love aussprechen. Das finde ich cool. Ui, die Nummer 5 ist wieder richtig groß. Die ist richtig, da geht's ab. Oh, wie schön. Love Browtitude Professional Eyebrow Palette. All-in-One Eyebrow Kit. For perfectly groomed eyebrows. Oh, wie schön. Ich hoffe, dass es auch meine Farbe sein wird. Ich mache die jetzt mal auf. Das ist die Farbe 510 Brunette Perfection. Okay, ich bin jetzt ja definitiv nicht brünett. Boah, die sieht geil aus. Diese Oberfläche, ne? Das sieht aus wie so Schlangenhaut. Und fühlt sich auch echt geil an. Fühlt sich auch tatsächlich an wie Schlangenhaut. Voll schön. Boah, ist das geil. Ein Fixing Wax, ein Highlighter, eine Brow Pomade, ein Brow Powder, eine Pinzette und dann halt auch wieder so ein Pinsel mit Spoolie und so einen eigenen Augenbrauenformer. Wow. So, ich gehe jetzt erstmal so in das Puder rein und gebe mir das so ein bisschen hier drüber. Das Puder ist nämlich so zweigeteilt. Das fängt die Kamera leider nicht so gut auf. Du hast da eine helle und eine dunkle Seite in dem Fännchen. Ich gebe hier vorne dann erstmal das helle auf. So, und nach hinten hin nehme ich dann die dunklere Farbe. Du hast hier auch noch so eine Brow-Pomade mit dabei. Probiere ich mal. Dadurch mache ich meine Augenbrauen natürlich noch ein Stückchen dunkler. Aber damit kannst du halt präziser arbeiten, wenn du es möchtest, ne? So, jetzt mache ich noch ein bisschen was von diesem Fixing Wax drüber. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Dann nehme ich lieber so einen geligen Brow Setter oder so. Weil so, weiß ich nicht, wird das alles ziemlich matschig, ne? Ja, ist aber eine süße Palette, die mir echt gut gefällt. Doch, muss ich wohl sagen, die finde ich cool. Ach, auch von der Haptik und Optik mag ich die gerne. So, dann kommen wir mal mit gemachten Augenbrauen zu Nikolaus. Lass da immer die Sachen runterknallen, nervt mich. Can't please them all, so please stop trying. Ich kann nicht alle entschuldigen, also hör auf, es zu versuchen. Ja, muss man auch nicht. Man muss sich auch nicht entschuldigen für Dinge. Okay, Love Rose Sculpting Volume Mascara with Luxurious Rose Flower Extract. 7 Milliliter, das ist wohl eine Full-Size-Größe. Ich habe jetzt tatsächlich eine Mascara drauf. Das ist natürlich jetzt blöd, aber na. Die sieht vom Verpackungsdesign her doch mal richtig schön aus. Mit diesen Rosen drauf, ne? Das ist ja meins. Das ist Claudie-Style. Ich glaube, ich hatte die mal in ganz klein. Jetzt habe ich die in groß. Hat so ein schönes zylinderförmiges Bürstchen. Hat auch was von parfümierter Rose. Aber ganz leicht, ne? Ansonsten wie eine Mascara. Riecht angenehm, gefällt mir. Doch, die darf ausgetestet werden, da freue ich mich drauf. Cool. Die Nummer 7 ist ganz schön leicht. Hm? Oh Gott, was bist du denn? Love Illusion Holographic Eye Pencil. Uff,
in der Farbe 200 Iridescent Blue. Okay, wir sind ehrlich, sowas ist nicht unbedingt eine Claudi-Farbe. ja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht auspacken, ne? Das ist mir zu krass. Das ist mir wirklich zu krass. Die Nummer 8. Entweder ein Nagellack oder ein Lippenstift, oder? Von der Größe her. Noch was anderes. Oh, LOV Luxury Oil. Okay, hier haben wir so eine Luxusprobe von diesem Luxury Oil mit drin. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann habe ich das schon. Ja, das ist toll. Das ist ein Caring Oil for Face, Body and Hair. Und dieses Öl habe ich tatsächlich aktuell, das sind, wie viel ist das? 4,5 Milliliter, habe ich als Primer aktuell in Verwendung. Finde ich total super. Das hat so Goldpartikel mit drin. Das ist super, super teuer. Deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das nur in so einem kleinen Fläschchen anbietet hier drin. Ist aber richtig klasse. Gefällt nicht jedem, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel eine ölige Haut hast, lass davon die Finger. Wenn du aber eine trockene Haut hast oder eine Mischhaut, probier es mal. Und wenn es dir auf dem Gesicht nicht gefällt, dann kannst du es ja auch ganz normal für den Körper nehmen, wobei das dann ganz schön teuer wäre. Oder halt für die Haare, ne? Ist ein gutes Zeug, kann ich wirklich empfehlen. Ist richtig, richtig toll. Die Nummer 9. Huch, schon wieder so ein großes Ding. Love Blushment Blurring Blush. Be the next CEO. CEO, nicht CEO, sondern CEO. Die Nummer 60, das finde ich cool. Hier haben wir diesen wunderschönen Blush, der echt toll aussieht. Ich habe direkt hier den Pinsel in die Hand genommen. Naja, wir swatchen ihn aber erstmal. Oh, der ist schön. Boah, der hat auch so einen schönen... Oh, der ist so rosa mit einem Goldschiff drin. Oh Mann, ist der schön. Wahnsinn. Nehme ich hier den gleichen Pinsel von eben, aber huch, da ist viel Pigment dran. Klopfe ich vorher ein bisschen vorsichtig ab. Und dann kommt es auf die Wangen. Oh, das ist aber eher ein Highlighter. Hat schon einen krassen Schimmer mit drin, ne? Also das muss man mögen. Mir gefällt's. Ich finde, das macht so einen richtig frischen Look, aber das sieht halt wirklich schon, du siehst direkt, dass du was drauf hast, ne? Das ist jetzt nicht so, ich habe einen matten Blush auf den Wangen und sieh halt einfach nur leicht gerötet aus, sondern du hast halt direkt auch Schimmer und so drauf. Mir gefällt's. Für mich voll richtig gut. Die Nummer 10 haben wir da oben in der Ecke. Da versteckt die sich. The Shadow Liner. 2-in-1 Liquid Liner und Eyeshadow. In der Farbe Luminous Rose 110. Ich mag eigentlich keine Lidschattenstifte so in dem Sinne. Das ist eigentlich nicht so meins. Ja, sieht spacig aus, sieht cool aus. Wow. Oder? Ich mag auch keine Dip Eyeliner. Nee, der wird nicht bei mir bleiben. Die Nummer 11 ist ganz schön schwer. Was da wohl drin ist? Ein Nagellack. Ja, das ist aber eine coole Farbe. Ne, das gefällt mir. Das ist die Farbe 820 Bronze Rosé. Also Rosé Bronze. Ja, das sieht auch Rosé Bronze aus. Ist eine krasse Farbe. Auf den Füßen würde ich den auf gar keinen Fall tragen. Wenn, dann würde ich den auf einem Finger auf den Fingern tragen. Wobei ich das auch von diesem Nagellack gesagt habe. Und was mache ich? Ich packe ihn mir auf alle Finger. Ja, sowas kannst du tatsächlich nur auf einem Finger machen. Das wäre mir, glaube ich, sonst zu... Ich weiß es nicht, oder? Zu sehr... Ich weiß nicht. Jetzt in der Kamera sieht es geil aus. Muss ich mal austesten. Doch, ich glaube, ich mache das wirklich mal auf alle Finger, um zu gucken, wie das dann aussähe. Vielleicht auch mit so einer etwas helleren Base drunter, ne? Dass die Farbe halt ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Ist aber eine interessante Farbe, die mir auch wohl gefällt, doch. Ja, eigentlich hätte man dann wahrscheinlich die Base, die da mit drin war, nehmen können. Aber ich habe noch einen von Essie, den Ballet Slippers. Den kannst du auch gut drunter machen. Das wird noch eingehend getestet. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Self-care is how you take your power back. Selbstpflege ist, wie du deine Power, deine Kraft zurückholst. Okay, quasi was du machst, um wieder Kraft zu bekommen wahrscheinlich. Nein! Schön! Love Lights Precise Highlighter Brush. Oh, ist der schön! Guck dir diese Holo-Optik an. Oh, da stehe ich doch drauf. Pinsel sind echt... Wie ihr anhand der Verlosung seht. Voll mein Ding. Oh, ist der schön. Oh, der ist etwas fester gebunden. Hier löst sich leider schon ein Härchen. Oder steht es nur hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur hochstehend. Oh, ist der schön. Dann so ein Highlighter. Die Nummer 13 ist wieder ganz schön schwer. Und es ist wieder eine Palette. Okay, die sieht echt krass aus, ne? Vom Packaging wieder so holo. Und ich glaube, dafür ist jetzt der Highlighter-Pinsel auch gedacht. Boah. Die ist schön. Die ist richtig schön. Hat einen Spiegel mit drin. Boah. Die ist richtig schön. Wow. Ja, ich
finde Love Highlighter extrem krass pigmentiert, also dezent ist was anderes. Krass, oder? Also ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass dieser Champagnerton so hell auf dem Finger wirkt. Das ist ja kein... heftig, heftig. Das ist krass. Prismatisch, ne? Tatsächlich, ja. Oh, der Pinsel ist toll. Oh, boah, ist der hell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der hell. Krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das ist wie flüssiges Gold. Glitzerie, ein Einhorn. Die Nummer 14. Das ist Love Perfectitude Eyeshadow Primer. Long Lasting Eyelid Beautifier. Das ist ein Lidschattenprimer, der dafür sorgen soll, dass dein Lidschatten an Ort und Stelle bleibt. Cool. Die Nummer 15 ist wieder super schwer. Okay, es ist eine Palette. Eyeshadow Palette Smoky. What do you love? Ist die Frage, die sich auf diesem Einleger stellt. Und hier haben wir die verschiedenen Töne, die echt schick sind. Haben auch einen riesengroßen Spiegel mit da drin. Und ich glaube, wir gucken uns die mal auf dem Auge an, oder? Ich gebe mir zuerst diesen hellsten Ton, den wir hier in der Palette haben, grob in die Lidfalte rein. Den ziehe ich mir auch direkt mal so ein bisschen an den unteren Wimpernkranz mit ran. Diesen Ton nehme ich mal, um die Lidfalte zu intensivieren. Setze ich mir quasi hier ins äußere, an den äußeren Punkt rein, ziehe den ein bisschen hoch und dann am Knochen entlang. Auch den Ton ziehe ich mir ein bisschen an den unteren Wimpernkranz noch ran. Mit diesem Grau, das ist jetzt nicht das Schwarz aus der Palette, sondern ne, einfach nur Grau, möchte ich das Ganze nochmal etwas verdunkeln. Hier auch wieder hinten ins V. Das mache ich aber nur ganz vorsichtig. Sauberer Blendepinsel, nichts drauf. Einfach nach oben hin so ein bisschen ausblenden. Und hier unten auch. Diesen ganz dunklen Schimmerton, den gebe ich mir außen hin. Gehe dann dick mit dem Pinsel rein und presse mir das auf mein Lid. Pigmentation. Der hat auch so einen leichten Grünschift mit drin. Das ist interessant. Verrucht. Das Lila gebe ich mir nach innen auf, in mein inneres Drittel vom Auge, von meinem beweglichen Lid. Blende ich dann auch so ein bisschen an meinem Knochen entlang, ne? Sieht ganz schön dunkel aus, ey. Genau. Und diesen silbernen Ton, den gebe ich mir in mein Zentrum. Der macht das Ganze jetzt ein bisschen weniger smoky, aber irgendwie auch ein bisschen hübscher, finde ich. Nach oben hin wieder verblenden. Fallout kann damit auch mal so ein bisschen weggemacht werden. Dieses matte Maronenbraun gebe ich mir am unteren Wimpernkranz auf. Und dieses Silber setze ich mir jetzt in der Corner Highlight. So, mit dem matt Schwarz ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. So gut es halt geht. Einigermaßen gut geworden, ne? Und dann nehme ich jetzt die Mascara und tusche meine Wimpern nochmal nach, weil das ist jetzt ein bisschen mickrig noch. Ja, also eigentlich müsste man dazu jetzt irgendwie künstliche Wimpern drauf machen und vor allem wäre es auch ratsam, wenn man sich eine Foundation dann auftragen würde. So sieht es schon sehr, sehr, sehr dunkel aus, ne? Also das ist schon Halloween, hallo, sehr, sehr dunkel, smoky, tülü, ne? Ich muss sagen, ich finde die Palette jetzt nicht so ultra krass geil, weil die schon sehr, sehr dunkel ist und einen halt wirklich nur dazu bringt, so einen Look zu schminken. Das ist halt wirklich extrem dunkel. Du hast hier nichts Buntes, nichts Helles, nichts Space-mäßiges oder irgendwie Neutral-mäßiges. Es ist nur dunkel. Das ist schon sehr, sehr krass, ne? Aber ansonsten macht es schon eine ganz schöne Geschichte. Zu der Mascara kann ich nicht so viel sagen, weil ich die jetzt ja einfach drüber gelegt habe, über meine aktuelle. Geht aber wohl klar. Die Nummer 16. Bestimmt auch wieder Nagellack. Nee, ein Lippenprodukt. Guck mal. Nummer 522 Lippe Fair Morris Blushed Mauve. Der muss eigentlich bleiben, weil er Mauve heißt, aber ich habe schon so viele Mauve-Lippenstifte. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist diese Farbe hier. Sehr ähnlich zum Lipgloss. Sehr, 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 sehr ähnlich. Die Nummer 17. The Galaxy Eyeshadow and Liner. Okay, a Glitter in Foil Effect Long Lasting. Den muss ich mir angucken. Ich mag eigentlich keine Monolidschatten, Leute. Das eigentlich gar nicht. Okay, das ist hier so ein Glaspöttchen, Milchglas. Mhm. Riecht interessant. Und schaut so aus. Oh, der fühlt sich ja krass an. Ganz, ganz samtig. Oh, puff. Oh, ist der schön. Foil Effect. Ja, auf jeden Fall. Folieneffekt. Die Nummer 18.
Ist wieder so schön schwer. Es ist ein Nagellack. Das ist ziemlich genau die gleiche Farbe, die ich hier auf meinen silbernen Nägeln drauf habe. Das ist der Nummer 800 Liquid Silver, flüssiges Silber. Ne? Also den, den ich drauf habe, das ist einer von Essie. Und das hier ist jetzt der von Love, aber der von Essie gefällt mir sehr gut. Ich brauche ihn nicht zweimal. Die Nummer 19, relativ leicht wieder. The Rowliner, 18 Stunden Longwear Waterproof Liquid Liner. Ich liebe Eyeliner. Schaut so aus von der Verpackung her. Wie so ein Stift, den kannst du super anpacken. Oder wie so ein Schönschreibfüller fast schon, ne? Der hat so ein Rädchen vorne drauf. Ja, geil. Da kannst du richtig mit durch die Gegend fahren. Ja, Claudia hat Spaß. Und der sieht auch hier. Das sieht richtig witzig aus. Hätte ich mir nie so im Laden gekauft, ne? Hätte ich mich im Leben nicht dran getraut. Da kannst du schon präzise mitarbeiten. Jetzt sind mir natürlich meine Wimpern im Weg, ne? Darüber brauchen wir gar nicht reden, weil die ja schon getuscht sind und alles. Aber ja, mit ein bisschen Übung geht das klar. Die Nummer 20 ist ein Täschchen in Netzstrumpfoptik. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, oder? Okay, 21. Wir sind schon im 20er-Bereich angekommen. Okay, so ein riesen Boxding für so ein Ding. Okay, das ist natürlich minimalistisch. Das ist ein Best Dressed Metallic Eye Pencil. Ja, 12 Stunden Longwear. Bin ich jetzt nicht so Fan von. Also sowas kann man unter einen unteren Wimpernkranz packen. Ist jetzt aber nicht so ultra meine Farbe, ne? Bronzed Boldness ist die Farbe. Ja, der wandert weiter. Nee, sowas benutze ich nicht. Die Nummer 22. Ein Aura Glow Powder. Perfection Radiance All Skin Tones. Okay, ein gebackenes Puder ist das. Und der macht jetzt, dass mein Gesicht glänzt. Okay, hat eine leichte Tönung. Okay, und das macht so ein sieht man hier nicht so sehr, ne? Das macht so einen Perlglanz quasi aufs Gesicht. Okay, gucken wir uns mal an. Ja. Macht einen zarten Glow ins Gesicht tatsächlich. Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie wunderschön. Also das müsste ich mal mit nicht Smoky Eyes mir mal angucken. Und wenn ich auch schon so eine Base und sowas drauf habe. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann hat das Produkt auch ein bisschen mehr Chancen bei mir. Die Nummer 23 ist wieder so klein. Und beinhaltet wieder einen Lippenstift. Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe 770 Craved Poise. Ja, auch wieder ein anderer von einer anderen Reihe, sage ich mal, aber alles eher so wirklich in dieses Rosenholzmäßige rein. Die Nummer 24, was steht hier drauf? Beauty begins the moment you decide to be yourself. Die Schönheit beginnt, sobald du entscheidest, du selbst zu sein. Das finde ich gut, das gefällt mir. Natürlich eine Palette. Speak Up, Full Effect Highlighter and Eyeshadow Palette. Wow. Say loudly what you want, sind die Farbbezeichnungen. Das ist natürlich sehr, sehr geil vom Design her. Ne? Das ist das absolute Highlight. Ist hier magnetisch vorne drauf. Das ist schön. Und das sind große, große Fännchen. Ist jetzt nicht so... Obwohl dieses What ist schon sehr schön ins Duochrome-mäßige. Ne? Das gefällt mir schon wieder. Die Farben an sich sehen wundervoll aus. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die dann auf dem Auge aussehen würden. Ne? Das weiß ich nicht. Aber sie sehen auf dem Arm geswatcht schon mal sehr, sehr geil aus. Es ist eine schöne Palette. Ja, und auch definitiv gerechtfertigt für die Nummer 24. Mein Fazit zu dem Kalender. Zuallererst blende ich dir hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke schon, ja, ne, dass wir so 250 Euro erreichen werden. Aber 99,95 Euro ist eine ganze Stange Geld, Leute. Ich habe einige Kalender vorgestellt. Du hast gesehen, was für Kalender du für 90 Euro oder für knapp unter 90 Euro bekommen kannst und da einen Warenwert von über 450 Euro bekommen kannst. Man muss wirklich drüber nachdenken, möchte ich wirklich nur dekorative Kosmetik? Dann ist das auf jeden Fall für unter 100 Euro der Kalender, den man sich definitiv mal anschauen könnte. Wenn du sagst, ah, ich weiß nicht, ne, vielleicht auch mal Pflege oder sowas, dann schau dir vielleicht mal den Glossy Box, den Look Fantastic, den Parfüm Dreams Adventskalender an. Auch Sephora hat einen richtig geilen Kalender rausgebracht. Ich weiß nur nicht, ob es ihn noch zu kaufen gibt. Ja, also schwierig.
Du hast hier eine ganz tolle Bandbreite an Produkten. Du hast hier wirklich tolle Sachen mit drin, wo ich sagen würde, ja, du kannst damit auch fast ein Fullface schminken. Die haben auf Base-Produkte verzichtet, was ich gut finde. Also keine Foundation, kein Concealer. Macht durchaus Sinn. Es haut mich aber nicht vom Hocker. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Adventskalender-Unboxing von dem Love-Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!